Ein herzliches Willkommen, ihr fantastischen Fabelwesen und Freunde des anspruchsvollen Rachekinos. Herzlich willkommen damit zu einer neuen Ausgabe von Kino to go, die leider auch heute etwas kürzer ausfallen muss. Aber das hängt eben auch mit einem Tipp zusammen, den ich euch gerne auf die Netzhaut legen möchte. Denn für eine Serie braucht man ein bisschen mehr Zeit. Aber zunächst üben wir erst einmal Oscar-prämierte Vergeltung und freuen uns noch einmal mit und vor allen Dingen natürlich für Leonardo DiCaprio. Das Sicherste wäre, einen neuen Weg über Land zu suchen. Und was machen wir dann? Rennen da rum und sind ein Haufen leichte Beute. Und du und dein Halbblutsohn, ihr lasst uns dann im Stich? Ich rede mit dir. Los geht es majestätisch, episch, aber auch ein bisschen anstrengend. Denn dieser Tage erscheint nun The Revenant, der Rückkehrer. Das brutale wie bildschöne Survival-Drama von Alejandro Inarritu. Es erzählt vom Fährtensucher Hugh Glass, der mit ein paar Pelzjägern vor einer Horde wilder Indianer fliehen muss. Und zwar durch die Wildnis. Dabei wird er von einem Bären so schwer verletzt, dass ihn seine Kameraden zum Sterben zurücklassen. Doch Glass kämpft sich zurück und gibt nicht auf, denn er will Rache. Ich habe keine Angst mehr zu sterben. Ich bin schon tot. Ich habe es ja schon in Frische Filme Folge 17 erklärt. Der Film The Revenant raubt sich so selbst ein bisschen die Wucht, denn er erweitert die relativ schnörkellose Story um eine Vorgeschichte, die den Film mit so ausbremsenden wie unnötigen Esoterikmomenten anfühlt. Aber gut, ich sehe es ja auch ein bisschen ein, dass Inarritu dadurch den Überlebenswillen und vor allen Dingen auch die Emotionen erhöht. Und inszenatorisch, brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren, ist dieser Kraftakt ohnehin über jeden Zweifel erhaben. Die Bilder, die Schauplätze, die Plansequenzen, das ist alles so atemberaubend wie Leonardo DiCaprio und Tom Hardy. Zwei Hauptdarsteller in absoluter Bestform. Mein Sohn. Das Anständigste wäre, ihm ein schnelles Ende zu bereiten. Wir müssen uns so lange wie nötig um ihn kümmern. Ich verstehe. Verschwinde! Hilfe! Und was für den Film gilt, gilt in diesem Fall auch für die Blu-ray. Rein technisch kratzt das hier so hart an der Perfektion wie die Bären an Leos Rücken. Das Bild ist schlichtweg makellos, vom Moos an den Bäumen, das im Sonnenlicht schimmert, über Wolken in den Baumkronen bis hin zur Detailfülle in den dunkleren Szenen, purer Augenzucker. Und alles, was mit Blut, Gedärm und Gewalt zu tun hat, dreht einem so plastisch wie auch matschig den Magen um. Leider ist die deutsche Tonspur nicht ganz so dynamisch wie die englische, leistet aber dennoch gute Arbeit. Und wenn in der Anfangsschlacht die Pfeile durch alle Boxen zischen oder irgendwas auf Fleisch klatscht, fühlt man sich mittendrin und nicht nur einfach davor. Leider sind auch hier die Extras mal wieder so ein kleiner Knackpunkt. Es gibt nur eine Bildergalerie und eine 44-minütige Dokumentation namens A World Unseen. Die ist an sich wirklich verdammt gut gemacht, gibt es aber schon seit über 3 Monaten auf YouTube zu sehen. Und ich glaube, für den einen oder anderen wird dann doch ein wenig zu viel über den Umweltschutz geredet oder eine Biberrasse, die aufgrund der Hutschmode von 1800 fast ausgerottet worden ist. Ich hätte dann doch gerne etwas mehr zum Dreh gesehen, also ein bisschen mehr Material davon oder eben mehr Extras. Trotzdem, rein audiovisuell ist das hier absolutes Vorzeigematerial und natürlich ein sehr intensiver Film. Meine Rankstags: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Survival-Drama, episch und wunderschön. So, und jetzt zu dem Grund, warum es heute nur bei Kino to go 2 Tipps gibt. Und zwar ist das Penny Dreadful Staffel Nummer 2. Die musste ich erstmal ganz schnell abarbeiten. Und für alle, die bisher nicht allzu viel darüber Bescheid wissen: Im Mittelpunkt der Serie steht die geheimnisvolle Vanessa Eves, die sich mit allerlei Gestalten aus Horror, Thriller und
Schundliteratur umgibt. Unter anderem den Afrika-Forscher Malcolm Murray, dem Scharfschützen Ethan Chandler, Dr. Frankenstein, seine Kreaturen oder auch Dorian Gray. In Staffel 2 geraten nun Vanessa und ihre Freunde ins Visier des Mediums Madame Kali und ihres Verbündeten, dem Ägyptologen Ferdinand Lyell. Penny Dreadful ist im Englischen ein Begriff für reißerische und billige Groschenromane. Aus ihnen hat der Showrunner John Logan eine Gothic-Horror-Serie gemacht, die einfach auf allen Ebenen bei mir punktet. Die Story wird schön aufgebaut, ist mit ganz viel Liebe zum Detail ausgestattet und geizt überhaupt nicht mit gehobenen Ekeleffekten. Was Staffel 2 jetzt aber noch ein Tick besser macht als die davor, ist, dass es diesmal 10 Folgen gibt anstatt 8. Dadurch erhalten die Figuren mehr Tiefe und die tollen Darstellerinnen mehr Spielzeit. Allen voran in diesem Fall natürlich Eva Green als Vanessa, aber auch Timothy Dalton, Josh Hartnett oder Rory Kinnear als Frankensteins Kreatur, die so herrlich tragisch ist. Dürfte ich ihr Gesicht berühren? Dafür ist es nicht geeignet. Unmöglich, sie dann kennenzulernen. Bitte. Leider muss man in Sachen Technik ein paar Dämpfer hinnehmen. Im Vergleich zur Vorgängerstaffel wirkt das Bild ein Ticken weicher, also nicht mehr ganz so scharf. Und auch die Schwarzwerte wirken hier gerne mal eher grau oder blau. Und wo in Staffel 1 noch eine True HD-Tonspur in Deutsch erklang, liegt jetzt nur eine Dolby Digitalspur vor, die allerdings einen echt ganz passablen Raumklang erzeugt und eine hervorragende Synchronisation bietet. An Extras gibt es ein kleineres Paket an kurzen Clips, die nett, aber auch leider Gottes nicht viel mehr sind. Trotzdem, als Fan der Serie kann man echt zufrieden sein, aber für eine dritte Staffel darf gerne eine Schippe draufgelegt werden. Meine Rankstags: Eva Green, Timothy Dalton, Gothic Horror, blutig und Gruselkabinett. Oder James McAvoy, der so aufgedreht ist, dass man das Gefühl bekommt, als hätte er sich selbst mehrere Blitze durch den Körper gejagt. Doch den stärksten Eindruck hinterlässt für mich auf jeden Fall Daniel Radcliffe, der noch nie so wenig Harry Potter war wie in diesem Film. Aber gut, ich habe auf der anderen Seite auch Swiss Army Man noch nicht gesehen. Kurzum, nette Neuinterpretation, etwas wirr und zäh, aber opulent und energiegeladen.